So, hallo und herzlich willkommen auf dem Balkon zum Dankeschön-Video. Es hat sich ein bisschen was angehäuft. Nichts geht verloren, alles wird irgendwann bedankt, aber mitunter kann es noch ein Weilchen dauern, ne? Aber das haben jetzt inzwischen der eine oder andere sicherlich auch schon mitbekommen. Ja, kurzer Disclaimer, das ist ein Dankeschön-Video, das heißt, ich möchte einfach nur Danke sagen für Fanpost in Anführungszeichen, ne? Mit fettem Anführungszeichen, ne? Also was halt so reingekommen ist. Das ist wie immer sehr großartig, außerordentlich großartig sogar. Und es sind ein paar wahre Schätze wieder mal dabei. Diesmal freue mich sehr. Und Dankeschön schon mal vorab. Und dann legen wir los in willkürlicher Reihenfolge. Und was hier gerade steht, dieser Rucksack. Das ist ein, den kennt vielleicht der ein oder andere aus Schulzeiten, ein Eastpak. Und Idee war, dass ich mal einen zivileren, beziehungsweise wir mal zivilere Rucksäcke haben. Frau hat auch so einen, beziehungsweise wir sind uns noch nicht ganz einig, wer welche Farbe bekommt. Ich habe mir jetzt mal den hier gegriffen. Das ist so ein sehr dunkles Braun, falls man das jetzt in der Kamera nicht so gut erkennen kann. Und ja, ein einfacher Rucksack, aber das ist wirklich prima, weil ich habe tatsächlich keinen zivilen Rucksack, der nicht in irgendeiner Form irgendwas über mich aussagt. Ist gar nicht mal schlecht, mal ein Eastpak hat ja gefühlt jeder. Und deswegen ist das von daher schon, das ist halt mal kein Statement. Wenn ich mit dem BW Kampfrucksack rumrenne, komischer Kauz. Wenn ich mit meinem Stil-Werberucksack rumrenne, also hier Motorsägenstil, auch schon wieder ein bisschen verdächtig. Das ist auch so ein kleiner, einfacher Rucksack, der im Grunde ganz gut geeignet ist. Und das ist also wirklich was wir so noch nicht hatten. Ich bin überrascht, wie groß diese Frontfächer sind bei diesen Rucksäcken. Also da passt richtig was rein. Moment, das muss ich auch noch zeigen. Also der ist noch ziemlich jungfräulich, ne? Den anderen habe ich schon ein bisschen verwendet. Und also da ist schon wirklich erstaunlich viel Platz in dieser Fronttasche. Finde ich sehr, sehr praktisch. Wenn man mal so ein bisschen Kleinkram hat, kann ich dann auch mal als zivilen Fotorucksack einen verwenden. Und je nachdem, ob der zweite gerade in Verwendung ist oder nicht. Also es ist ein sehr, 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 sehr praktisches, sehr tolles Geschenk. Da freue ich mich sehr. Und 30 Jahre Global Warranty. Also da, die leisten sich was. Sieht auch von Baumaterial, von Verarbeitung und so weiter und so fort, ist das absolut top. Ich hatte noch nie ein Eastpak tatsächlich. Hatte ich noch nie. Also ich habe damals zu Schulzeiten, als da gefühlt jeder mit rumgerannt ist, das nicht haben wollen, weil halt jeder mit rumgerannt ist. Jetzt rennt keiner mehr, also jedenfalls nicht mehr jeder damit rum. Jetzt kann man wieder drüber nachdenken. Also von daher, ja, toll. Also da freuen wir uns. Ich weiß jetzt nicht, ob Frau noch mal ein separates Dankeschön-Video zu ihrem Rucksack macht, aber wir freuen uns auf jeden Fall. Also das kann ich auch schon mal bestätigen, dass sie sich auch gefreut hat. Naja, wir werden gucken, dass wir uns einigen, wer welchen bekommt. Also wirklich super einfach, schöner, toller Rucksack. Auch erstaunlich geräumig. Freuen wir uns. So, dann das nächste, was hier auf dem Stapel liegt, ist dieses Buch und Heft. Nachdem ich ja Interesse an meinen alten Briefen geäußert habe, die ich nicht so ganz lesen kann, habe ich hier jetzt was bekommen, was da hilfreich ist. Das wäre hier einmal eben tatsächlich ein Schreibheft, wo man dann auch üben kann, das, was man lesen möchte, notfalls auch verfassen zu können. Da bin ich wahrscheinlich völlig unfähig. Aber also ein richtiges Schreibenlernheftchen, wie früher zu Schulzeiten. Deutsche Schreibschrift, Lesen und Schreiben lernen, das ist ja auch der Knackpunkt, ne? Lesen und Schreiben. Und ja, das ist saumäßig praktisch. Ich kann jetzt nicht versprechen, ehrlich gesagt, dass ich mir viel Mühe gebe, um Schreiben zu lernen. Aber ich denke, für den Lernprozess ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man das auch mal zumindest ausprobiert hat und da mitreden kann. Aber vor allen Dingen kann man eben hier dann wunderbar verschiedene Tipps und Übungen finden. Und
eben auch sowas hier, wo man dann wirklich so üben kann, dass man einfach flüssiger diese Schrift lesen kann. Und da tue ich mich halt derzeit echt noch schwer. Es funktioniert mal mehr, mal weniger, aber ich habe einen Haufen tolle Bücher, auch viele Werke von Adalbert Stifter, den ich sehr schätze, weil der so eine ganz besondere Beschreibung, detaillierte Beschreibung von Naturlandschaften hat. Ne? Er hat auch diversen anderen interessanten Kram geschrieben. Aber vor allen Dingen eben seine Naturbeschreibungen, die sind so detailliert, so lebendig, so als kann man sich wunderbar vorstellen, was er da einem beschreibt, und man kriegt ein ganz detailliertes Bild im Kopf, und das schätze ich sehr. Und ich habe sämtliche seiner Werke allerdings halt auch alle auf sowas, ne? Gedruckt zwar, aber auch mit diesen, ich sag jetzt mal, alternativen Buchstaben. Habe mich jetzt noch nicht groß eingelesen in dem Buch, ehrlich gesagt. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass das gekommen ist. Aber super spannend und sehr, sehr, sehr hilfreich und macht einen hervorragenden Eindruck. Also vielen, vielen Dank. Da werde ich mich mal in einem ruhigen Moment gemütlich hinhocken und ein bisschen Zeit damit verbringen. Ja, zu lernen, wie man sowas liest und dann auch hoffentlich alte Briefe von 1800 Ungrad, haben wir noch jede Menge rumliegen, unter anderem von einer meiner Vorfahren, Hans Johann Tüxen, glaube ich, heißt er. Ja, so müsste er heißen. Das ist mein Ur-Ur, irgendwie mein Ur-Ur-Irgendwas. Vermutlich Großvater, kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Aber der war Tischler. Und ist dann entsprechend auch auf die Reise gegangen, die so ein Tischler heißt, Moment, na, nicht Tischler, wie heißt denn das? Zimmermann, jetzt! Zimmermann war der, und der ist dann auch eben entsprechend auf diese Fahrt gegangen, auf die Zimmermänner ja traditionell heute auch noch teilweise gehen, und hat da regelmäßig einmal pro Woche einen Brief nach Hause geschickt, und die sind alle erhalten, und man kann da also über Deutschland um 1800 unglaublich viel Zeitzeugenbericht einfach, wie war es, wenn man nicht rausgekommen ist aus seinem Dorf und dann doch eine große Reise durch Gesamt, war ja damals noch nicht mal Deutschland, durch Gesamt das, was später mal Deutschland sein würde, unternimmt und davon halt einfach so touristisch berichtet, ich bin jetzt nach Schwaben gekommen und die sind alle böse, er war Badener. Ja, keine Ahnung, nee, oder Moment, war Hans Johann Tüxen aus? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ist ja auch nicht so wichtig. Aber jedenfalls vielen Dank, und das werde ich mir dann zu Gemüte führen, und damit hier nichts nass wird, es hat gerade geregnet, aber ist der Balkon nass, packe ich das gleich mal in den Rucksack, dann ist es gut geschützt. Ja, das da auch. Aber jetzt, so, hier ist nämlich jetzt ein Paket. Und ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen von wem, ne? Aber da gucke ich jetzt nochmal schnell rein, und da finde ich, ja, das dachte ich mir schon, dass das dieses Paket ist, mit umfangreicher Gebrauchsanweisung zu einem geheimnisvollen Objekt. Also wirklich auch super, vielen, vielen Dank, also für die auch Gebrauchsanweisung und die ganzen Texte dazu. Das ist echt extrem hilfreich, dass du da hast ja massiv Gedanken gemacht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, auch wenn das jetzt schon eine Weile bei mir rumliegt, aber ich bin in letzter Zeit überhaupt nicht zum Kochen gekommen draußen. Hat sich irgendwie nicht geben. Und ja, also wirklich super coole Post auch dazu, also die Textbeiträge, wirklich, wirklich cool, macht richtig Spaß. Und ja, das hier ist der super leichte Selbstbaukocher. Ich mache dazu auch noch ein extra Video. Lasse ich mir nicht nehmen, nachdem ich ja so viel Spaß jetzt zurzeit mit Kochern auch gehabt habe in letzter Zeit. Das ist hier so eine Variante. Windschutz, Topfständer in einem mit Heringen, die man erstens als Hering verwenden kann, logischerweise. Und zweitens dann noch, um hier eben dann was draufstellen zu können. Und als Brenner kann man verschiedenen Kram nehmen. Und das hier ist, glaube ich, ein Löschdeckel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit dem man das Ganze dann auch wieder ausbekommt. Wenn man da zum Beispiel, das ist, glaube ich, für den Torx-Siphon konzipiert. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gelesen, das Textmaterial, aber werde ich mir nochmal reinziehen. Bitte nicht böse sein, es ist halt spontan. Ich habe jetzt gerade eben Zeit gehabt fürs Dankeschön-Video, und daher
bin ich jetzt nicht mehr hundertprozentig in der Materie, aber das Ding wiegt gefühlt auch überhaupt nichts. Ja, den Löschdeckel, den muss man ja nicht zwingend mitnehmen, nicht, dass ich da nicht toll wäre, das ist eine super, super Sache mit dem Löschdeckel, aber zwingend muss man den ja nicht mitnehmen, wenn man jetzt unbedingt jedes, hier, Deckel zum Torx löschen. Wenn man jetzt nicht jedes Gramm sparen möchte, dann kann man ihn mitnehmen. Wenn man das nicht will, dann nimmt man ihn halt nicht mit. Und das Ganze besteht, wie jeder sehen kann, wunderbar gefertigt, einfach aus einer halben Konservendose und wiegt nichts, kostet nichts, ist effizient. Abstand zum Topfboden, alles ganz wunderbar. Also ich bin saugespannt zum Ausprobieren. Ich selber bin ja aufgrund mangelnder handwerklicher Fähigkeiten nicht so wirklich motiviert, mir irgendwelche Selbstbauten Kocher zusammen zu basteln. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich da auch noch mal einen zum Testen jetzt auf diesem Wege bekommen habe. Ja, also vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt kriege ich gerade richtig Lust. Richtig Lust. Naja, mal gucken, was es heute Abend zu essen gibt. So, und dann noch ein wahres Highlight. Also das ist wirklich großartig. Da macht mir eine Riesenfreude. Definitiv einer der großen Schätze beim diesmaligen Dankeschön. Das heißt nicht, dass der andere Kram nicht auch toll wäre. Ihr kennt das. Ja, ich freue mich wirklich über alles. Ist alles super. Aber das hier ist eine wahnsinnige Bereicherung meiner Bibliothek. Steht bisher noch nicht in der Bibliothek drin. Warum nicht? Naja, ganz simpel, weil ich muss ja erst noch Dankeschön sagen, bevor es da steht. Deswegen. Aber ich werde es mir jetzt dann, nachdem ich hier fertig bin mit dem Video, oben in meine besonderen Schatzbücher integrieren und meine vergleichsweise moderne Aufgabe von Haufs Werken durch diese wunderschöne Ausgabe von Haufs Werken entsprechend ersetzen. Es ist mir ja wirklich wichtig, dass da emotional schöne und tolle Bücher eben in dieser einen kleinen Bücherreihe da an meinem Schreibtisch entsprechend stehen. Und da ist tatsächlich die Ausgabe, die ich da bisher hatte, die reicht natürlich nicht an diese wunderschöne Ausgabe ran. Und wie es der Zufall will, ist die in Deutsch. Ja? Und das kann man so gedruckt, zwar kann ich das schon lesen, ich bin dann immer erst langsam, ich werde dann schneller und schneller und dann geht's eigentlich ganz gut. Aber es kann auf keinen Fall schaden, wenn ich mir da noch ein paar Tipps eben aus den Heftchen, bei denen man eben Deutsch lesen lernt, auch wenn das hier keine Handschrift ist, noch hole. Also vielleicht für diejenigen, die keine Ahnung haben, Hauf hat Märchen geschrieben, aber anders als die Gebrüder Grimm hat er nicht irgendwelche vorhandenen Märchen genommen und die aufgeschrieben, sondern er hat quasi sich selber eigene Ideen ausgedacht und eigene, ja, konstruierte Märchen, also keine volkstümliche Überlieferung, sondern dann wirklich was Ausgedachtes. Er stellt oft mit einem gewissen Bezug auf die jeweilige Kultur, in der das spielt, sofern er das beurteilen konnte, und hatte eine unglaublich produktive Zeit, in dem eben diese beiden Bände hier entstanden sind. Und er ist sehr, sehr jung gestorben, aber wahnsinnige Schaffenskraft gehabt, was der noch alles vollbracht hätte, wenn er nicht jung gestorben wäre. Ich wäre sehr gespannt, sehr gespannt. Und vielleicht sein wichtigstes für uns als Waldfreunde, wichtigstes Werk ist Das kalte Herz. Wer das noch nicht gelesen hat, es gibt auch kostenlose Hörbücher im Internet in diversen Stellen zu finden, also quasi so Podcast-Varianten. Das kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Und also die sind wunderschön. Also da machst du mir wirklich einen riesen Gefallen. Du solltest übrigens auch noch Post bekommen, also Hardware-Post, mit der Sache, die du gerne haben wolltest. Ich finde das irre witzig. Will da jetzt hier öffentlich nicht allzu viel zu sagen, aber irre witzig. Ist mir so auch noch nicht untergekommen, sage ich jetzt mal. Aber ja, ja. Ich kann es grundsätzlich, kann ich nachvollziehen. Ich hätte nur das ein bisschen abgewandelt, sage ich jetzt mal. Ne? Also wen anders verwendet. Aber cool, wirklich saucool. Und kriegst du. Das hat eine Weile gedauert, ja. Aber gut, ne? Schnelligkeit ist jetzt keine meiner hervorstechenden Eigenschaften, wirklich nicht. Weiß ich ziemlich nichts. Außer manchmal Recherche zu naturwissenschaftlichen Themen. Das kriege ich inzwischen schnell hin. Alles andere nicht. So, dann die nächste Kiste. Oh, stimmt, das war
Richtig, das war die hier. Ja, das war auch schon eine ganze Weile da. Das ist vielleicht das in der chronologischen Reihenfolge, das, was schon am längsten da ist. Bestehend einmal aus dieser, die können wir die auch endlich mal anbrechen, Flasche von Foresta Ombrosa. Das ist der Ombrosa-Wald in Puglia, oder ist das so rum? Das muss ich nochmal lesen. Die in zwei unterschiedlichen Reifestadien gelesenen Trauben werden zunächst getrennt voneinander vinifiziert und am Ende zu einem Ensemble vermählt. Ich bin echt gespannt. Ist ein Rotwein? Ein Primitivo. Primitivo heißt nicht, dass der schlecht wäre. Gar nicht. Ich mag die gern. Und Biowein aus dem eben Foresta Ombrosa, also nicht direkt aus dem Wald vermutlich, da wird es dann mit den Reben schwierig, aber wohl direkt nebendran ist der gewachsen und gekeltert. Die Flasche ist wunderschön, ne? Guckt euch das mal an. Also die ist auch im leeren Zustand dann durchaus noch dekorativ und man kann sich da auch schon was einfallen lassen, wo man dann diese Flasche hinpackt. Ich finde auch das hier oben mit dieser lockeren Wickelung finde ich sehr, sehr, sehr hübsch. Bin auch mal gespannt, ob da noch irgendwas drunter ist, was irgendwie schön aussieht. Apulien, genau, aus Apulien ist das. Einst vor tausenden Jahren war der Süden Italiens, soweit das Auge reicht, vom dichten Urwald bedeckt. Ja, das ist tatsächlich eine ganze Weile her. Das muss ja vor den Phöniziern, Römern und wie sie alle heißen, den ganzen Mittelmeervölkern gewesen sein. Ja, da wuchs alles, blühte und lebte und im nördlichen Zipfel Apuliens heute ein Teil dieses Waldes in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben. Nicht, dass ich diesen Wein jetzt schlecht machen möchte, aber nee, ist es nicht. Das ist immer so ein Problem. Es gibt viele Regionen in Europa, ganz viele, die behaupten, sie hätten noch einen seit Jahrtausenden unberührten Urwald irgendwie rumstehen. Wirklich ganz viele Regionen. Tatsächlich ist der wahrscheinlich, wenn es nicht noch einen gibt, bei dem man es überhaupt nicht nachweisen kann, es ist aber so, ist der einzige Urwald in Gesamtmitteleuropa. Gut, das ist jetzt südlich der Alpen, das ist jetzt nicht mehr Mitteleuropa. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das in Italien, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich werde das mal recherchieren. Ja? Ich wollte ohnehin irgendwann mal ein Video zu den Urwäldern, die wir in der näheren Umgebung, also sprich Europa, haben, noch ein extra Video machen. Und dann werde ich mir auch mal dieses Apulien angucken, beziehungsweise diesen Foresta Ombrosa entsprechend zu Gemüte ziehen. Kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da waren da einfach zu viele Römer unterwegs und zu viele Phönizier. Ja, oder wie gesagt, wie die alle heißen. Ne? Und wenn Hannibal persönlich durchgeritten ist mit den Elefanten und alles plattgetrampelt, ich weiß es nicht. Aber ja, ne? Also, kann es mir nicht vorstellen. Jedenfalls ist der nachweislich einzige und letzte Urwald Europas, mit ziemlicher Sicherheit, der Białowieża-Nationalpark in Polen beziehungsweise zur Grenze von der Republika Belarus, wenn ich das jetzt korrekt ausspreche. Ich arbeite dran. Jedenfalls da, in dieser Region, gibt es dann eben diesen Białowieża. Es ist nicht 100% falsch. Ja, es ist mit Sicherheit mindestens 50% falsch, aber ungefähr so mag man den aussprechen. Ich kann euch mal hinschreiben, wie man ihn schreibt. Das ist tatsächlich ein Urwald. Ja, und da will ich unbedingt hin. Und da wäre ich auch schon gewesen, wenn hier nicht so ein gewisses Virus namens C durch die Gegend geistern würde. Aber ja, also damit kann man den jetzt auch mal trinken. Der ist aus 2018. Das ist ja im Großen und Ganzen ein sehr gutes Weinjahr gewesen. Habe ich mir sagen lassen. Wenn es nicht stimmt, dann korrigiert mich bitte. Ich bin sehr gespannt. Vielen, vielen Dank für die schöne Flasche. Das ist toll. So, und dann haben wir zwei Exemplare von Dr. Bronners Universalseife. Die ist in Outdoor-Kreisen durchaus nicht ganz unbekannt. Der Dr. Bronner mit seiner Universalseife, die gibt es schon ewig. Das ist eine komplett auf natürlichen Inhaltsstoffen basierende Seife. Im Wesentlichen irgendwelche Pflanzenextrakte und Pflanzenöle und Glycerin mehr oder weniger. Das heißt, es ist quasi eine Kernseife von der Zusammensetzung. Es sind teilweise noch ein paar eben durch die zusätzlichen Inhaltsstoffe aus Pflanze, hier in diesem Fall Kirschblüte,
Oh ja, die riecht relativ intensiv. Sind dann noch Zusatzstoffe eben entsprechend, natürliche Zusatzstoffe, also wirklich Kirschblüte, destillierte Kirschblüte oder wie auch immer zugesetzt und mehr ist da nicht drin. Das ist also so die ursprünglichste Form von Seife, die es geben kann. Und aufgrund dieser Tatsache wird die auch wirklich als universelle Universalseife im Outdoor-Bereich gerne angewendet. Da kannst du ja die Haare mitschneiden, den Kopf mitwaschen, sonst was mitwaschen, Klamotten waschen, Geschirr spülen und. Geht alles, ist absolut biologisch abbaubar und man sollte sie jetzt nicht direkt ins Gewässer kippen, das Seifenwasser davon. Das ist dann auch wieder so ein bisschen ein Problem, weil es ist halt trotzdem eine Seife, das heißt, sie ist ein Emulgator und löst Fett in Wasser auf und das kann für bestimmte Organismen, die im Wasser leben, dann zu Problemen führen. Deswegen sollte das eben nicht direkt im Wasserkontakt gelangen, also jedenfalls nicht im Wasserkontakt, in dem noch weiterhin was leben soll. Das Wasser, mit dem man sich waschen möchte, das ist ja was anderes. Aber ja, die sind schon cool und haben also wirklich einen hervorragenden Ruf, sind auch vegan für die Leute, die das interessiert. Und kann die ja so, das ist eine 35 Gramm Portion, auch prima mit auf Tour nehmen. Und ich denke, mit einem so einem Klotz Seife kommt man auf locker 14 Tage aus, auch als relativ reinlicher Mensch, wenn man da ein bisschen vorsichtig ist. Ja, also das war die Rosen. Und dann habe ich hier noch eine Citrus Orange, die wird auch entsprechende Öle im Citrus-Orange-Bereich enthalten und riecht auch entsprechend. So, und dann auch sehr cool, da bin ich auch sehr gespannt, muss ich auch mal ausprobieren, wenn ich mal wieder das nächste Mal Feuer mache, diverse Zunderideen, richtig cool. Das hier ist verwachster Waschmaschinenfussel. Richtig coole Idee. Also einfach die Fussel, die bei der Waschmaschine dann irgendwo rauszunehmen sind, das weiß ich jetzt gar nicht, Fusselsieb oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Ja, bin ich wirklich gespannt, ob und wie sehr das brennt und da halt einfach flüssiges Wachs drüber gekippt in Eierkarton. Also sehr, sehr coole Idee. Das sind die eine Sorte. Und dann haben wir hier noch halbgewachster Wattepad. Das habe ich auch schon mal selber ausprobiert. Die brennen, na sagen wir mal so, diese Hälfte hier, die kriegst du super leicht angezündet und die brennt die dann auch sehr schnell weg. Und da musst du gerade vorsichtig sein, dass du das dann so rumhältst oder so hältst, dass halt eben das Wachs hier gleich noch schmilzt mit der Flamme, die hierdurch entsteht, bevor das da wieder weggebrannt ist. Weil sonst brennt dir das weg und die Seite ist noch fest. Und dann ist also noch nicht so, also man muss schon gucken, wie man die anwendet. Aber grundsätzlich, wenn richtig angewendet, wie gesagt, hatte ich mir auch schon selber gemacht, dann brennt so ein Ding 5, 6, 7 Minuten, keine Ahnung, locker. Also wer damit kein Feuer ankriegt, der hat zu früh die Watte weggebrannt. Ja, das ist so das eine Ding, was man dabei beachten muss. Ja, und dann haben wir hier noch einen, Moment. Die Variante Holzspäne in Eierkarton und zwar wie gut gefüllt. Also das brennt garantiert wie Sau. Ich glaube, das sind Sägespäne, die ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich habe den Brief dazu jetzt nicht mehr griffbereit. Aber es war irgendwas mit Sägespänen meines Wissens, die irgendwo angefallen sind. Also auch ein 100% Recyclingprodukt von Material, das ohnehin angefallen ist. Und das ist ja super, das ist nachhaltig, das freut mich. Und auch da bin ich super gespannt, wie lange die brennen und wie gut die brennen. Und sau cool, ja. Wird demnächst ausprobiert. Ja? Nicht alles auf einmal, aber zumindest mal ausprobieren tue ich demnächst. Also vielen, vielen Dank. Ich bin schon gespannt. Und was zum Zünseln ist das sowieso, ne? Das ist immer schön. Grundsätzlich. So, machen wir noch die Flasche mit rein und bringen das Ganze in Sicherheit, bevor es wegfliegt. Jo, und dann hätten wir noch auch nochmal ein wirklich unglaublich tolles Geschenk. Also auch da vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin da fleißig am Lesen. Tada! Ist hervorragend, ist wirklich herausragend, ein unglaublich gutes Buch, wahnsinnig aufwendig recherchiert, von, wo ist sie? Hier ist sie, von dieser Dame hier, ne? Also nicht von Humboldt selbst hat ja wohl auch Bücher geschrieben, natürlich, aber die sind mitunter, ne, das ist halt, sind wissenschaftliche Abhandlungen von 1800 und grad, also
Humboldt, da braucht man Zeit, wenn man Humboldt persönlich lesen möchte. Er hat eine erstaunlich, und jetzt weiß ich inzwischen auch übrigens warum, steht hier nämlich drin, hat eine erstaunlich blumige Schreibweise teilweise und eine detaillierte Beschreibung auch der Emotionen, die er mit seinen Messergebnissen und seiner naturwissenschaftlichen Forschung verbindet. War für Humboldt nie ein Widerspruch, dass man einerseits die Natur vermessen, beobachten, ja wissenschaftlich erforschen, Daten sammeln und so weiter und so fort kann und gleichzeitig auch die Schönheit und das große Ganze und das Gefühl des Aufenthalts in zum Beispiel dem Regenwald oder auf einem Vulkan oder sonst wo, wo er überall gewesen ist, in Russland war er zum Beispiel auch noch und, dass das eben auch eine Rolle spielt und auch diese Wahrnehmung des Gesamtwerkes, der Gesamtnatur, wichtig ist. Und deswegen heißt das eben auch Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, weil er diesen Begriff Natur, wie wir ihn heute kennen, und als über so ein bisschen auch schon als Wesenheit verstehen, hat er so wie kein anderer jemals geprägt, dieses moderne Naturverständnis. Humboldt ist vielleicht der wichtigste Naturforscher, also gerade für Ökologen, zusammen mit Charles Darwin die wichtigste Figur in der ökologischen Wissenschaft, die es jemals gegeben hat. Also Darwin muss man in solchen Zusammenhängen auch immer erwähnen. Aber Humboldt dürfte so ziemlich, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, es hat davor schon andere Leute gegeben, die den Begriff, also aus heutiger Sicht, den Begriff Ökologe verdient hätten. Aber Humboldt hat auf jeden Fall die Ökologie, also die Gesamterforschung der Zusammenhänge von abiotischer, also unbelebter Umwelt und belebter Umwelt und eben Darstellung von Zusammenhängen und dass ein großes Ganzes dabei entsteht. Das hat keiner so sehr geprägt wie Humboldt. Humboldt ist auch so ziemlich der Erste in der Menschheitsgeschichte, der einen Klimawandel vorhergesagt hat und der eindringlich davor gewarnt hat, dass wir unsere Lebensgrundlage, unsere natürliche Lebensgrundlage in Form von der Natur durch unser eigenes Handeln und unsere ausbeuterische Beziehung zur Natur unsere eigene Lebensgrundlage zerstören. Zwar hatte er nicht ganz recht mit dem Zeithorizont, wie lange es noch dauern wird, bis wir dadurch große, massive Probleme bekommen, aber passieren tut's. Ne? Der ein oder andere wird es vielleicht schon bemerkt haben, aber natürlich hängt das auch immer von der jeweiligen Sichtweise ab. Humboldt hat zum Beispiel auch große Probleme mit der Rodung der Regenwälder gehabt, die er sich ja ausführlich angeguckt hat, hat den Zusammenhang zwischen Waldrodung und Grundwasserrückgang festgestellt, als alle anderen gar keine Ahnung hatten, wie das jetzt bitte passiert sein soll und hatten schon vermutet, irgendeine Höhle sei eingebrochen und der See hätte einen neuen unterirdischen Abfluss bekommen und würde jetzt ins Meer auslaufen. Nö, man hatte einfach den Wald drumherum gerodet und damit ist der Grundwasserspiegel gesunken und auch damit der Pegel des entsprechenden Sees. Und Humboldt kam vorbei und hat nach ein paar Tagen Überlegen und Forschen das dann auch korrekt, völlig korrekt so herausgefunden. Das nur mal so als ein Beispiel. Nach keinem anderen Wissenschaftler sind so viele Pinguine, Flüsse, Berge, Schulen, Denkmäler und ähnliches Zeug benannt, ist also sicherlich einer, wenn nicht sogar der größte Naturforscher aller Zeiten. So darf man ihn, denke ich, schon betiteln und er ist mindestens Anwärter auf den Titel. Mindestens. Also wirklich ein ganz, ganz großer und dazu auch noch ein sehr aufgeklärter, vernünftiger Mensch, der zum Beispiel die Sklaverei ganz furchtbar gefunden hat, zu einer Zeit, als die gang und gäbe und allgemein akzeptiert gewesen ist. Also das ist toll. Das Buch ist einfach großartig. Es ist unglaublich detailliert, schildert von Anfang bis Ende Humboldts Leben in allen Aspekten. Und was mir so zum Beispiel auch nicht klar gewesen ist, zum Beispiel anhand von den zigtausend Briefen, die Humboldt geschrieben hat, er hatte ein großes Mitteilungsbedürfnis und hat eigentlich ständig irgendwelche Briefe geschrieben. Ganz viele davon sind erhalten. Andrea Wulff, das ist die Autorin, ne, hat die auch gelesen und unglaublich detailliert und damit entsteht so eine richtig, auch ein schöner Lesefluss und ein richtig packendes Bild, wie es der Humboldt, da, was der so getrieben hat und wie es ihn getrieben hat und wie er getrieben war von seinem Bedürfnis nach weiterer Forschung und er wollte unbedingt wissen, wie die Dinge funktionieren und war dabei nicht immer
ganz frei von Eitelkeit, sage ich jetzt mal vorsichtig. Kaum ein Genie ist gleichzeitig ein unglaublich bescheidener, super freundlicher und jederzeit zu all seinen Mitmenschen immer sehr fairer Mensch. Ich kenne da wenige Genien, auf die das zutrifft. Und ein Genie war Humboldt ohne jeden Zweifel. Und ja, das ging mitunter auch mit einer gewissen Arschlochigkeit einher. Ja, aber gut, das Nobody is perfect. Und das ist auch gerade auch ganz beruhigend, dass selbst die großen Genien der Geschichte ganz offensichtlich das ebenfalls halt nun mal nicht gewesen sind. Ja, und was ich eben nicht wusste, Humboldt war ein Kumpel vom Goethe, ne, die haben gemeinsam dann was weiß ich was untersucht. Also ich weiß wohl, dass Goethe sich auch viel mit Naturforschung beschäftigt hat. Der hat auch viel mit Botanik betrieben. Es gibt ja dieses berühmte Gedicht zum Ginkgo-Baum und hat dann seine durchaus auch wissenschaftlich geprägten Erkenntnisse halt dann gerne in, ja, Goethe-Sprache sozusagen auch zu Papier gebracht. Und davon war Humboldt geprägt. Goethe wiederum war von Humboldt sehr beeindruckt. Goethe ist ja viel älter als Humboldt gewesen. Aber trotzdem haben die eine intensive Freundschaft geführt und sich gegenseitig sicherlich sehr bereichert. Und dann kommt da noch Schiller drin vor und alle möglichen anderen Gestalten. Also so um 1800 rum, das muss wirklich eine Zeit gewesen sein. Da hat ein Genius den anderen gejagt. Und es gab einen Haufen große Köpfe in der Geschichte und fast jeder dieser großen Köpfe hatte irgendwann mal was mit Alexander von Humboldt zu tun. Und das macht dieses Buch unglaublich spannend und lesenswert. Da muss was los gewesen sein damals. Also ich bin noch, ja, ihr seht, bis dahin bin ich bisher gekommen. Ja? Und ich habe mir eigentlich schon Mühe gegeben. Das Problem ist bloß, es kommen halt alle drei Seiten irgendeine Sache, die Humboldt als erster rausgefunden hat. Und für mich als Fachwissenschaftler im Bereich der Ökologie, also so ein bisschen zumindest, Fachwissenschaftler im Bereich der Ökologie, gibt es dann ganz viel Zeug, was ich dann noch nachschlagen möchte und wo ich dann auch wissen will, was hat er denn da genau zugesagt? Ja, das Buch soll ja noch lesbar sein, dieses hier. Und deshalb ist nicht jede von den zahllosen Entdeckungen, Theorien und vollkommen richtigen Vermutungen von Humboldt, wie sich später herausgestellt hat, hier detailliert beschrieben. Ich möchte aber manches detailliert wissen. Und das führt dazu, dass ich, wenn ich hier ein Kapitel lese, hinterher dann nochmal ein, zwei Stunden da hocke und noch Hintergrundrecherche betreibe und mir auch die hervorragend aufgearbeiteten Quellen, die hier zitiert sind, da die eine oder andere noch raussuche. Man findet da ja heutzutage in digitalisierter Form ganz viel im Internet, was dann auch nochmal interessant sein könnte. Also wer Spaß an einer wahnsinnig fesselnden, umfangreichen, ne? Also da ist man schon eine Weile beschäftigt mit dem Schinken, Biografie von einem der größten Naturwissenschaftler, wenn nicht sogar dem aller Zeiten hat, der, also dem sei dieses Buch wirklich nur wärmstens empfohlen, das ist großartig, also vielen, 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 vielen herzlichen Dank, das bereichert, also das ist eine große, große Bereicherung, hatte keinen Schimmer, dass es das gibt. Und dass das so gut ist, hätte ich echt nicht erwartet. So fesselnd und so detailreich. Also gut, Details mögen wir alle. Ich meine, ihr guckt mein Zeug. Also vielleicht für den einen oder anderen interessant. Es ist definitiv eine Buchempfehlung. Ich mache, wenn ich es durchgelesen habe, da sicher auch nochmal eine extra Buchempfehlung dazu. Das ist ein guter Zeitpunkt, um zum Ende zu kommen. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle eben für die wunderbaren Geschenke. Ganz viel tolles Zeug noch zum Ausprobieren und zum Spaß haben wieder mal dabei. Ich bedanke mich also herzlich und der Vollständigkeit halber, der Trinkgeldhut, der wurde auch wieder üppig gefüllt. Also auch da vielen, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal in Videoform an die Trinkgeldhut rein, da was reinwerfer. Und ja, tatsächlich fällt es mir diesmal schwer, mir was einfallen zu lassen, was ich mit der Kohle anfange, weil das alles in Nahrungsmittel zu investieren, wäre in diesem Fall mit massiver Umfangzunahme des Ben verbunden. Und daher kommt es in die Reisekasse. Reisekasse nach, das ist jetzt eben die Frage, je nachdem was als erstes und vom Aufwand her und wo wir Lust haben und da müssen wir mal gucken, wie es terminlich passt und das ist jetzt alles schwierig, eben durch C alles durcheinander gebracht worden, aber entweder der besagte, eben schon erwähnte Białowieża Nationalpark,
Da würde ich unglaublich gerne mal hin. Der ist ein ganzes Stückchen östlich von Warschau. Das heißt, man fliegt wohl am besten nach Warschau, wenn man da also zeitnah hin möchte. Alternativ kann man auch sehr lange mit dem Zug nach Warschau fahren. Und fährt dann halt eben mit dem Zug noch ein bisschen weiter, bis man dann da ist. Man darf das meist im Großteil dieses Waldes nicht ohne Führer betreten. Aber da gibt es vor Ort dann entsprechende Leute, die einem dann eine Führung anbieten würden. Dann darf man da eben auch in der Kernzone des Nationalparks unterwegs sein. In einem Wald, den es so in Europa sonst nirgendwo gibt. Also das ist wirklich ein Urwald. Das würde mich sehr reizen. Also ich würde das mal in den Fokus rücken wollen, will aber überhaupt nichts versprechen, ob das klappt. Alternativziel wäre tatsächlich Teneriffa. Ja, ich will am Strand hocken und braun werden. Nee, nix da. Teneriffa ist für naturkundlich Interessierte ein Paradies. Humboldt hat da auch Pause gemacht und war begeistert, was er da alles entdeckt hat und hat da 7000 Millionen Pflanzenproben und Käfer und sonst was gesammelt und wollte die dann vergleichen mit anderen Regionen der Welt und er war völlig hin und weg von dieser Insel und generell den Kanaren natürlich. Das sind wirklich ganz besondere Inseln mit einer ganz besonderen endemischen Flora und Fauna und ganz besonderen Wetterphänomenen. Also da gibt es jede Menge Zeug zu sehen für denjenigen, der keine Lust hat, am Strand zu liegen bzw. am Hotelpool. Und ja, das wäre also auch sehr, sehr reizvoll, wenn man das vielleicht noch hinkriegen würde. Zumal man das im Herbst machen müsste. Meine Frau und ich, wir sind beide keine großen Sonnenanbeter und im Sommer auf die Kanarischen Inseln muss dann gar nicht unbedingt sein. Da ist viel zu heiß und knalle Sonne und eben die ganzen blöden Sonnenanbeter. Entschuldigung, wer das gerne macht, ist deswegen nicht gleich automatisch blöd. Aber für uns ist es ein Unding, am Hotelpool zu hocken und auf deutsche Art und Weise morgens um 5 mit dem Handtuch irgendeinen Sessel zu reservieren, um sich dann da den ganzen Tag braunbrutzeln zu lassen, all inclusive. Nee, also für uns wirklich ein Unding. Vielleicht werden wir aus finanziellen Gründen aus so ein Hotel zurückgreifen, aber dann den ganzen Tag unterwegs sein und irgendwas Schönes angucken und die Natur der Insel erleben. Also das ist auch noch der engeren Auswahl. Ich hoffe, eins von beiden wird's. Dafür ist jetzt jedenfalls die Kohle zurückgelegt, dass sie dann im Rahmen einer dieser beiden Reisen investiert wird. Ich bedanke mich nochmal. Vielen herzlichen Dank eben dafür. Separat, das war jetzt ein komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann sind wir aber wirklich durch. Also das ist großartig, alles ganz, ganz toll. Und Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder mit einem normalen Video. Ihr kennt das Spiel. Tschüss.